Liebe Facebook-Freunde, eigenartige und vor allen Dingen gefährliche Zeiten. Ich komme mir vor wie in einem Hollywood-Film der 80er Jahre. Da gab es ja immer auch, vor allen Dingen bei Wildwest-Filmen, der Bösewicht, der Verbrecher und auf der anderen Seite der Gute. Die haben meistens gewonnen. Ob das heute so ist? Also wenn ich mir zum Beispiel diesen Krieg jetzt ansehe, da ist es eindeutig, Kriegsverbrecher, der Böse ist Putin, ganz klar. Und die Guten, das sind die Ukrainer, auch richtig. Und wir glauben, wir könnten ihnen helfen, indem wir ihnen Waffen liefern, auch richtig. Aber das ist leider nicht ein Kampf von Goliath gegen David oder umgekehrt. David wird auf keinen Fall gewinnen, wie in der Bibel. Das ist das Verhängnisvolle. Diese brutale Macht, die Putin auffährt, da haben die Ukrainer keine Chance. Egal, was wir hier im Westen sagen. Und wenn wir sie noch unterstützen und sagen, ja, das ist Heldentum, dann ist das sehr gefährlich. Denn das ist eine Art Selbstmord. Egal, wie auch ihr Präsident sich immer wieder darstellt. Und ich finde es toll, ne? Das ist ein mutiger Mensch und der ist auch ein guter Mensch. Und er schafft auch sozusagen Zusammenhalt, auch historischen Zusammenhalt für später. Da werden die sich immer wieder drauf berufen. Ist natürlich die Frage, ob man überhaupt mit Waffen irgendetwas bewirken kann. Denn hier ist eindeutig, der zerbombt die gesamte Ukraine, zerstört die Infrastruktur und vor allen Dingen entmutigt er die Menschen, um dort weiter zu leben. Er möchte sie ja einverleiben. Und deswegen die Frage, können wir nicht eine Art, ich möchte sagen, Politikänderung erreichen, indem wir ganz anders vorgehen? Wir müssen das jetzt zur Kenntnis nehmen, so schlimm das alles ist. Aber wenn wir die Ukraine sozusagen auch in einer Form von Selbstständigkeit bewahren wollen, dann müssen wir einen besonderen Status empfehlen. Wo gesagt, das ist alles nur Empfehlungen. Ich empfehle zum Beispiel, sie ohne weiteres neutralisieren zu lassen. Meinetwegen auch mit einer Moskau wohlfälligen Regierung. Aber dieses Wohlgefallen könnte etwas bewirken. Erstens mal Zusammenhalt, die Ängste sowohl von Russland als auch hier aus dem Westen könnten damit behoben werden. Und ein solcher Pufferstaat zwischen diesen mittlerweile ja wirklich, also eng gegeneinander stehenden Blöcken. Früher hieß das ja der Kommunismus gegen die freie Welt. Aber leider ist das wieder aktuell geworden, das muss man sich vorstellen. Diese sogenannten Zeitenwende, die hat ja auch bei uns einiges bewirkt. Und das ist auch ganz gefährlich. Rein emotional bin ich voll bei den Ukrainern gewesen. Und ich habe sogar anfangs unterstützt, dass wir unser Militär jetzt wieder auf Vordermann bringen, damit wir den Kalten Krieg auch wirklich, damit wir eine Chance haben, die Abschreckung. Alles richtig. Aber wo führt das letztlich hin? Ich meine, das viele Geld, was da investiert wird, wird garantiert zur Inflation führen. Und das hilft aber den Ukrainern überhaupt nicht. Ich selbst, ich bin ja auch Luxemburger. Luxemburg hat enorm von seinem Pufferstaat zwischen Frankreich und Deutschland profitiert. Warum soll nicht das auch die Ukraine? Eine Form von Neutralisierung garantiert, dass die NATO nicht sich weiter ausbreitet und vielleicht kann sie so assoziiert werden mit der EU. Das würde auch Russland und die EU wieder näher bringen. Also ich meine, wir müssen einfach ganz andere Wege gehen und nicht nur diese klassischen. Der Krieg, der bringt gar nichts mehr. Nur als Beispiel, Elon Musk hat ja jetzt gesagt, er würde, um die Kommunikation der Ukrainer zu verbessern, seine Satelliten jetzt dafür bereitstellen. Stellen Sie sich aber vor, welche Gefahr das ist.
eine einzige strategische Rakete hochgeschossen mit einer strategischen Atombombe und schon ist unsere ganze Kommunikation über das Weltall am Arsch. So, denken Sie mal mit drüber nach. Sicherlich ist das kein Mainstream, aber naja, es sind meine Gedanken, die vielleicht auch ein bisschen sich weiter verbreiten. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, Ihr Jean Pütz, diesmal wieder frei und unabhängig von Facebook. Tschüss, bis demnächst.